Hallo, hallo, ihr Luciang und willkommen zu einer neuen Runde Mountain Blade 2 Bannerlord. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir solo unterwegs. Ja, also solo im Sinne von kein Stream läuft nebenbei. Ich habe mal wieder Bock gehabt, das so ein bisschen normal aufzunehmen. Und ich weiß ja auch noch nicht, ob das überhaupt dann mit den YouTube-Streams funktioniert. Und dann müssen wir das sowieso in der Art und Weise aufnehmen. Denn ihr wisst ja, Twitch nutze ich eigentlich nur im Notfall, weil ich Twitch einfach nicht mag. So, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie es ausschaut. Wir sind immer noch alleine, aber die Poritze ist immer noch unterwegs hier für uns als Karawanenmann. Clan Rang 1, ja, wir sind noch nicht so weit jetzt. Aber das wird schon. Unser Trupp sieht ganz gut aus. Ja, also ich bin ganz zufrieden mit unseren Mannen. Die sind ganz in Ordnung. Wir haben haufenweise Gefangene. Die werden wir natürlich nicht rekrutieren. Das muss nicht sein. Und ja, dann machen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Gibt viel zu tun. So, schauen wir mal. Was ist in Rodetan so los? Arbeiter? Ja, das ist ja gut, wenn der Arbeiter braucht. Pass auf. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ach Gott, das Dorf überhaupt. Werter Herr, darf ich einen Augenblick eurer Zeit beanspruchen? Ihr erledigt gerade etwas für Garmund aus Rodetan, nicht wahr? Unsere Leute sind auf diese Arbeit angewiesen. Sie klauen unsere Jobs. Ach ja. Ach. Ja, ich will's mir aber jetzt halt auch nicht mit allen verscherzen, ne? Das ist ja auch blöd. Na gut, weißt du was? Dann machen wir es doch so, wir teilen einfach den Gewinn und der andere darf dann die Chirps klauen. Machen wir das doch so. So. Gut. Wir bringen ihm die Männer. Hier. 20 Leute. Fähige Mannen. Aber da kann ich doch jetzt bestimmt, die sind ja mehr wert, ne? Das heißt, ach so, nee, die will er nicht. Ah, weil das Flandianer sind. Das sind Deserteure gewesen, ne? Okay. So, 2082 kassiert, nice. Nice, nice, nice. Was hat der Carsten? Zugtiere? Nee. Nee, Carsten, du nicht. Carsten, du nicht. So, gut. Haben wir hier die Waldbanditen? Kriegen wir die? Die sind langsam, ne? Komm her. Komm her. Komm her. Ja, 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 jawohl. Brigant, ergib dich oder stirb. Okay, will er nicht. Na gut, dann, dann würde ich sagen, Achso, warte mal, ich würde gerne meine Athletik ein bisschen skillen. Das heißt, wir laufen zu Fuß. Und, aber die Horses. Stay close! Die sollen bei mir bleiben erstmal. Das ist sicherer. Ich will die ja nicht einfach in den Tod schicken, die armen Mannen. So, Pfeile fliegen, Männer! Schießt sie weg! Oh, ich habe daneben geballert. Erster Bandit ist tot. Horses angreifen. Macht sie kaputt. Oh. Au, au, du Mieser. Oh, da habe ich echt jetzt einen. Ihr Pflaumen. Ich habe echt einen Fußsoldaten verloren, ne? Yeah! Was, Bastards? Imperialer Bauer. Könnten wir aufnehmen. Ne, lass mal stecken, glaube ich. Wir nehmen Kavallerie, 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 Kavallerie. Immer gut. Bisschen Butter. Jawohl. Alles, alles meins. Alles meins, meins, meins. So, weiter geht's. Mal gucken, wir müssen uns halt jetzt irgendwie mit so ganz schlechten Jobs über Wasser halten, ne? Das hilft halt nichts. Das ist unangenehm, das ist ekelhaft manchmal. Aber wir sind jung und wir brauchen das Geld. Das ist das Problem. Dutzende weitere hat er? Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Was ist das denn da? Das ist ja ekelhaft. Das solltest du mal behandeln lassen.
Wobei, du stirbst ja jetzt, ne? Mountain Archers! So, Angriff. So, ihr bleibt mal da. Ja gut, da haben wir nicht weit zu laufen jetzt, ne? Komm, die machen wir vom Pferd aus kaputt, die Männer. Die Schweinepriester. Oh. Ja, gut, Oh Gott. Oh Gott, Armbrust-Skill. Komm her. Wo willst du hin? Das macht doch gar keinen Sinn. Bleib doch mal da. Hey. Oh. Jetzt ist er hingefallen. Sehr gut. Männer, morgen ist Cocktailnacht. So, zack, zack. Kavallerie, Kavallerie. Wir brauchen Pferde. Wir müssen ein paar Pferde kaufen demnächst. Flandianische Schwertkämpfer, wunderbar. Oh, die haben tatsächlich ein bisschen mehr Zeug dabei. Das ist ja hervorragend. Ja, Mensch. Wie sieht's eigentlich mit unseren Skills so aus? Handel läuft, ne? Das passt alles gut. Gut, vielleicht kriegen wir ja mal wieder eine Quest oder so. Das wäre ganz schön. Was haben wir hier? Die Herde nach Dunglennis bringen. Ja, gut, das kriegen wir hin. Babyface Boy, gib mir eine geile Quest. So, 11 Schafe. Wunderbar, 960. Das ist ein Deal, mein Guter. Das mache ich doch glatt. Auf nach Dunglennis. Auf nach Batania. Ich finde die Batania eigentlich ganz geil. Aber mich wird mal... Also ich habe das letztens privat mal probiert, so ein bisschen mich denen anzuschließen. Aber die kriegen ja gefühlt irgendwie immer auf den Sack, ne? Die Batania. Immer. Immer. Aber ich würde halt gerne... Ich weiß nicht, was ist eurer Meinung nach denn die beste Fraktion, der man sich anschließen könnte? Ich bin ja persönlich ein totaler Flandia-Fan. Ich finde die irgendwie cool. Oh, warte mal. Wir machen mal einen kleinen Abstecher hier zum Turnier. Ich finde ja Flandia eigentlich total geil. Aber die hatten wir halt letztes Mal schon. Wobei, letztes Mal waren wir irgendwie überall und nirgendwo. Wir waren die Hure Kalradias. So, zack, erstmal, den wollte ich mitnehmen. Also den wollte ich mal persönlich treffen. So. Au! Schweinepriester. Oh Gott, ich kann mich nicht. Oh, wir haben. So, pass mal auf hier. Gehen wir mal. Nahkampf! Aufs! Au! Ah! Aua! So, dann übernehme halt ich den hier und dann machen wir das so. Ich bin ja auch noch ein bisschen geschwächt, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe eine Entschuldigung. Ich habe ein ärztliches Attest. Na, komm her. Aua. Der hat auf... Du Schwein. Dich erledige ich persönlich, du! So. Das war meiner, du Mistfink. Ja, bra 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 bra. Oh, da gibt's ein Breitschwert, fällt mir gerade auf. Das ist aber nett. Komm, wir hauen mal ein bisschen Geld rein. No risk, no fun. Let's go! Aufs Fressbrett. Daneben. Noob. Bam. Bam. Und ein Trittchen. Big Brute! Okay. So. Letzte Runde. Batarischer Plänkler. Du kriegst dreckig, mein Freund. Na, hau halt jetzt. So. Big Brute! Gewonnen. Jawohl. Schauen wir uns das Breitschwert gleich mal an. Vielleicht ist das ganz, ganz ordentlich. Aber wie gesagt, nochmal, mich würde echt mal interessieren, was ihr denkt. Was ist eurer Meinung nach die beste Fraktion, der man sich anschließen kann? Okay, Breitschwert ist nicht so der Brüller, ne? Das ist ein ziemlich mieser Preis, wenn wir ehrlich sind. Naja.
Musik gibt es heute übrigens nur im DLC. Da müsst ihr Kanalmitglied sein, dann kriegt ihr Musik und so. 100 Pro. Zwinker, zwinker. Hier ist auch ein Turnier, das ist ja schön. So, Derngil. Hi. Hi, Derni. Pass mal auf, ich habe hier ein paar Schafe für dich. So. Gut. Ja, dann machen wir doch beim Turnierchen mit. Was gibt's? Ein grobes Bärenfell? Meinetwegen. Also die Preise sind nicht mehr so geil gerade irgendwie, aber okay. Meinetwegen. Ja, die müssen sparen, die Batanier. Haben nicht so viel. Kriegen ja immer auf die Schnauze. Im Spiel. So, oh, das ist aber ein schönes Turnier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei, ist wieder so ein blöder Gruppenkampf. Ich hasse diese Gruppenkämpfe. Ich bin überhaupt kein Fan. Weil meistens kriegst du die Dulli, Leute. Die gehen dann sofort zu Boden. Und dann musst du es richten. Und das ist gar nicht so einfach. Oh, ja, das war leicht. Das war sehr leicht. So. Nee, ich setze kein Geld. Nicht, wenn ich mit so einem Dulli hier unterwegs bin. Der kann nämlich nichts, der Mann. Aua. Sag ich doch! Ah! Ja. Seht ihr, genau das meine ich. Der Dulli hat's verkackt. Der batanische Held. Batanianische Held. Er kann ja nichts. Deswegen kriegen die auch immer auf die Schnauze, weißt du, die Batanier. Genau das ist der Grund. Deswegen kriegen die immer auf den Sack von allen. Auch wenn sie verdammt gute Bogenschützen haben. Die Fians, die sind schon... Privat hatte ich da so ein paar mitgenommen, so ein paar Fianer, du da, alter Schwede, du da. Da steht nichts mehr danach. Du vielleicht auch nicht, aber die Gegner auch nicht, du. Naja, gut. Hier ist nicht so viel los in Sachen Rekruten, ne? Ach, Alter. Komm schon. Was ist da los? Was hast du für Weidedisput? Ja, langweilig. Obwohl. Bringt ein bisschen. Nee, bringt zu wenig Geld, komm. Ist nicht wert. Schauen wir mal nach Tor Layat. Da leiert das Tor. So, was ist hier los? Speer. Was haben wir hier? Bonus auf Bewegungsgeschwindigkeit. Steppen und Ebenen ist Sichtweite erhöht. Ich nehme mal die Bewegungsgeschwindigkeit, oder? Statt 50% Verhältnis des Clans. Oh, das ist eigentlich gut, ne? Aber das haben wir hier auch. Ah, ne, hier ist Dorf und hier ist Stadt. Ja, da musst du doch, oder? Das ist doch Stadt viel geiler. So, hier wollte ich eigentlich... Kann man das eigentlich wechseln? Ich weiß gar nicht. Kann man das? Kann man wechseln? Ich glaube, ich habe mich verskillt. Ah, hier. Zurück. Setzen. Oh, kann man nicht, offensichtlich. Naja, wir sind verskillt, macht nichts. Nee, keine Ahnung, kann man das? Kann ich das? Kann ich reskillen? Kann ich respecken? Ansonsten suchen wir uns da mal eine Mod für. Ich finde das ganz cool. Wenn man das könnte. Meinetwegen auch, wenn man irgendwas bezahlen muss an einen Schamanen oder so, würde ich okay finden. Hier kriegen wir jetzt bestimmt keine Rekruten, aber Kampf gegen Räuber klingt als Quest ganz gut. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass der Skill gar nicht mal so schlecht ist, weil du heilst schneller und du bist 2% schneller unterwegs. Ich meine, klar, nach der Schlacht werden 30% der Trefferpunkte geheilt. Ja, ist nice, wenn du oft zu Boden gehst, aber wir gehen ja nicht zu Boden. Weißt du? Das ist ja der Punkt. Wir kriegen ja nie auf die Schnauze. Wir machen das ja... Wir hauen ja einfach alles weg. Ne? Wir werden nie verletzt. Holz! Der hat so einen schönen Dialekt. Akzent. So, schieß die mal weg hier. Irgendwie gefühlt... Oh, das ist so schön, wenn der Pfeilhagel kommt, beziehungsweise der Bolzenhagel. Bam. Ah!
Kleiner Steineschmeißer, du. Sehr schön. Wunderbärchen. Nehmen wir an uns. So, vlandianischer Schwertkämpfer. Blub, blub, blub. So, das war die erste. Oh, der ist direkt an uns vorbeigelaufen, der Lümmel. Ja. Natürlich. Ich möchte keinen Ärger haben. Ich respektiere eure Autorität. So, Männer, komm. Zerlegen wir sie. Ich brauche ein schnelleres Pferd. Oh, Entschuldigung. Sorry. Kein Problem, Barbarin. Ich übe noch. Ach Gottchen. Ich treffe nicht mal ein Scheunentor aus 2 Meter Entfernung, du. Komm her. Kleiner Stinkebär. Ich hätte ja gerne später so ein Schwert, das man Holzzweiner nutzen kann. Habe ich das schon erwähnt? Das wäre geil. Au, au. So. Da rollt der Kopf. Da rollt das Ding. Nehmen wir mit. So. Zack, Upgrade. Wunderbar. Ja. Zweite Räuberbande. Kurz mal speichern. Wir sind jetzt in Version 1.02, glaube ich. Funktioniert bislang alles. Manchmal habe ich so ein paar Bugs, dass ich zum Beispiel in der Schlacht nichts machen kann und dann quasi in einem Loop gefangen bin und nicht mehr raus kann aus der Schlacht. Das ist immer ärgerlich. Einmal hatte ich es auch schon, dass ein Gespräch nicht mehr weiterging. Das war auch sehr ärgerlich. Da konnte ich dann auch nichts mehr machen, musste ich auch neu laden. Aber so an sich funktioniert alles. Aber warum? Warum habe ich gerade 1000 verloren? Wie geht das denn? Warum habe ich gerade 1000 verloren? Ich habe mich doch niemandem angeschlossen. Ich zahle keinen Tribut. Ah, Plünderer, da sind sie. Ja, ja, so siehst du auch aus mit deinem Kakteenstachelhelm, junger Mann. So, wir spielen das jetzt aus. Komm, das sind lustige Schlachten und man muss ja auch ein bisschen. Man muss ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ne? Ihr seht ja, wie schlecht ich schieße mit meiner Armbrust noch. Das wollen wir ja ändern. So, außerdem sehen wir so mal ein bisschen die Gegend, ne? Das ist auch schön. Oh. Au, die können echt wehtun, ne? Die Lümmels. Die können echt wehtun. Hört jetzt auf, mit Steinen zu schmeißen. Mit kleinen Mistfinken. Au. So, den haben wir ein bisschen. Ach, hi, kommt ihr auch mal. Wie schön. Danke. Sehr erfreut, euch zu sehen, werte Mannen. Den haben sie niedergemäht. Jawohl, Männer, gut gemacht. Halleluja, nur ein Verletzter, wunderbar. So langsam aber sicher kriegen wir hier eine absolute Elite-Söldner-Armee. Da werden wir mal alles niedermähen, was sich uns in den Weg stellt. Und dann werden wir die Welt erobern. So, schauen wir mal. Gibt's hier? Hier gibt's auch nicht die geilen Bogenschützen, ne? Das ist ärgerlich. Kunst des Handels, Taverne, mach ich nicht. Es gibt so eine ganz bescheuerte Quest, da musst du dieses komische Spiel da spielen. Und dieses Spiel hasse ich. Ich werde niemals dieses Spiel spielen. So, ich hätte gerne die hochgeborenen Superschützen. Aber irgendwie finde ich die nicht. So, dann nehmen wir hier die Handelsware. Bei der Puritze.
Das ist auch nix. Sag mal, was ist hier los bei euch, Batanian? Was stimmt mit euch nicht? Warum gibt's bei euch nichts zu rekrutieren für uns? Ach Gott, das ist doch ätzend. Gehe ich wieder zurück nach Flandia, da ist schöner. Da scheint die Sonne noch. Da ist es ja. Na, endlich! Ein hochgeborener Jüngling und ein hochgeborener Krieger, das will ich haben. Das sind die guten Leute. Das sind die Männer, die wir brauchen. Die nicht. Die nicht, die kannst du dir behalten. Oh, Sagot hat ein Turnier. Jawohl. Jawohl, dreimal Turnier heute in dieser Folge. Das ist ja... Oh. Zweimal Turnier hier heute in dieser Folge. Das ist ja der Wahnsinn. Wann hat's das schon mal gegeben? Komm, den einen, den hau ich weg. Den hau ich weg. Den hau ich weg. So. Ach, er will sich uns anschließen. Das kannst du knicken. Oh, okay. Er hat aufgegeben und er hat uns 31 Gold gegeben. Das ist ja der Wahnsinn. Aber nicht alles auf einmal ausgeben, lieber Bombardin, ne? Ja, weißt du Bescheid? Oh, Entschuldigung, nee, ich möchte eigentlich... Eigentlich möchte ich nicht mit euch handeln, aber... Habt ihr hier was? 18. 18 für Oliven? Na, da will ich doch mal nicht so sein. Wo kriege ich das weg in Dunglenis? Dann sage ich doch mal recht herzlich Danke und... sage Adieu. So, gut. Dann nochmal nach Dunglenis. War ganz schön dort. Roch nur ganz dezent nach Urin. Aber an sich echt okay. Nicht so schlimm wie in Paris, als ich da mal war. Da hat es sehr stark nach Urin gerochen. So, ihr habt mich jetzt verarscht, ne? Dann wäre ich aber... Wäre ich aber ein bisschen böse, du. Ja gut, wir müssen so oder so auch den anderen Schrott hier loswerden. Ach Gott. So viel Zeug. Weg, 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 weg. Jawohl, wir kriegen zumindest ein bisschen was, kriegen wir. Für 18 haben wir eingekauft. Also können wir ruhig ein bisschen was... So, jetzt reicht's. So, das Breitschwert haben wir auch weg. 3700 gibt's. Kriegen wir eine bessere Armbrust oder so hier? Nee, ne? Schaut schlecht aus. Nee. Nee. Wir müssen uns auch echt mal um eine bessere Rüstung hier kümmern, aber... Noch sind wir nicht so reich. Ach so, warte, ich könnte meine... Obwohl, nee, die Gefangenen behalten wir uns mal. Vielleicht... Vielleicht haben wir da demnächst eine Quest für. Ah ja, der Weidedispute will wieder keiner machen. Keiner will dem armen Mann helfen. Das ist ja eine Frechheit. Ich gehe mich beschweren. Die haben hier sehr viele Weidedispute. Deswegen kriegen die immer auf den Sack, die Batanier. Weil die sich alle nicht einig sind. Wir könnten die Händlerkarawane eskortieren. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Das war's wieder. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Liked und kommentiert gerne das Video. Ich freue mich. Und habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss mit Ü. Bye.